Willkommen zum freitagnächtigen Livestream. Assassin's Creed Odyssey, der Buddel voll rum am Freitag. Und das kann ich gut gebrauchen nach dieser Woche. Eigentlich nach den letzten Wochen und Monaten. Ist es doch eine gute Art und Weise, sich zu zerstreuen. Die erste Episode zu Assassin's Creed Odyssey, die aber auch schon mittendrin beginnt, die wird morgen auf YouTube erscheinen. Ich begrüße No Pain. Schön, dass du wieder da bist und ich werde es bei Assassin's Creed so machen, es wird ab und zu mal Streams geben und auch die Episoden sind nicht aneinandergereiht, was jetzt irgendwie den Fortgang angeht, Story angeht, sondern ich werde einfach immer wieder mal reinspringen. Mittlerweile ist es aber so, Open World Games wie Assassin's Creed Odyssey sind so groß, so umfangreich und ich hatte bisher eigentlich immer das Dilemma, dass ich mich gefragt habe, okay, soll ich das jetzt komplett Let's Playen von 1 bis Ende oder aber was tue ich, und hatte mich bisher immer gescheut, eigentlich einen Teil zu spielen und dann wieder reinzugehen, und werde das jetzt aber einfach mal auch experimentell einfach so machen. Ich habe da Bock drauf, habe Origins sehr gerne gespielt, bin generell ein Assassin's Creed Fan, ich mag das Konzept dahinter. Natürlich gab es mal gute, mal weniger gute Teile. Was aber Ubisoft sehr, sehr gut mit Assassin's Creed macht, ist zum einen einfach die Open World. Sie ist einfach lebendig, sehr detailliert und vor allem sehr exakt, was so historische Ereignisse angeht. Natürlich dann auch wieder mit einem Mix einer fiktiven Narrative, aber das ändert nichts. Schwächen waren bisher für mich immer in Assassin's Creed das Kampfsystem, der Kampf an sich. Das ist jetzt auch bei Odyssey nicht anders, aber dafür haben wir hier unsere Schiffsmannschaft, wir haben unser Schiff. Und das ist mitunter auch so ein Grund, da habe ich so extrem Bock drauf. What's up, Mido Zero? Schön, dass auch du da bist. Heute gibt es mal ein bisschen was anderes. Assassin's Creed Odyssey wird gedaddelt. Und Assassin's Creed muss sein. Ich bin total scharf auf das bald, hoffentlich dann irgendwann mal bald erscheinende Skull and Bones, vermutlich 2021, und das haben sie schon gut hinbekommen damals bei Black Flag. Da haben wir auch das mit den Schiffen sehr viel Spaß gemacht, und ich habe keine Ahnung, warum ich erst spät als Erwachsener festgestellt habe, dass ich das total feiere. Und da sind wir auch mittendrin. Alexios hat jetzt gerade die Insel verlassen, er ist auch erst Level 6, das heißt, Haupttutorial der Story ist durch, und wir bewegen uns jetzt zu seinem Vater, dem Spartiaten, hier in Megaris, und hier tobt auch ein Krieg, deswegen werden wir uns wahrscheinlich durchbattlen müssen, aber zuallererst will ich mal hier die Insel erkunden und lass mich nämlich ablenken, denn hier gibt es einen Eingang, eine Höhle, hier geht irgendwas. Und das will ich mir auf jeden Fall geben. Wie 3023 für Skull and Bones. Ja, bloß nicht. Wollt ihr mich verarschen? Das bedeutet Krieg, meine Damen und Herren. Da sind wir gewappnet für. Euch geben wir. Was ist denn da los? Hier werden die direkt von Piraten angegriffen. So, das war's, Kollegen. So, das enter ich diesmal. Ich habe die letzten zwei Piratenschiffe zerstört. Dann bekommt man die Ressourcen, um das eigene Schiff dann pimpen zu können. Jetzt hole ich mir zuallererst die Kollegen da drüben. So, endlich. Und das ist halt schon sehr geil. Ich liebe das. Ich habe mir ja kaum Gameplay dazu angeguckt. Ich wusste ja, dass ich es mir holen werde. Deswegen schaue ich dann in der Regel dann mir auch keine Let's Plays zu an. Habe aber beim Kollegen habe ich das natürlich gesehen und auch selber ab und zu mal ein bisschen gespielt, einfach so. Und
Ja, war aber total überrascht, doch über auch die witzigen Dialoge. Die sind schon sehr, sehr geil. Vor allem, was sehr geil war, ich hatte eine Mission, da habe ich einem Banditenanführer, den man den Zyklopen nennt, das Obsidianauge geklaut. Und wir gehen irgendwann mal wieder zu ihm zurück mit dem Auge, zeigen es ihm und er sagt, gib es zurück, gib es zurück. Und neben uns ist aber ein Ziegenbock gewesen und dann stopft der Alexus dem Ziegenbock halt eben dieses Obsidianauge in den Arsch. Ich habe so gelacht, das ist aber zu gut. Und generell, also auch schon von Anfang an ist halt einfach auch so die Dialoge, Story und alles, das ist einfach so Deluxe geschrieben, dass das halt einfach nur Spaß macht. Auch der Alexus ist ein super sympathischer Kerl. Und generell die Figuren, denen sie das Leben eingehaucht haben, das ist schon sehr geil. Noch mehr Piraten. Also falls es tatsächlich noch Leute gibt, so wie mich, die Assassin's Creed Odyssey tatsächlich noch nicht gespielt haben, sich fragen, soll ich mir es geben? Also ich finde schon. Ja, eigentlich, da gibt es keinen eigentlich, sondern das steht außer Frage. Und ja, wurde auch gefeiert. Zu Recht. Na, gucken wir mal, ran mal die Kollegen. Ein stabiles Schiff. So, dich zerstören wir ganz. Ja, aber kurz etwas in Sorge. Was mein Kumpel gesagt hat, der Odyssey jetzt ja auch schon mehr gespielt hat und durch hat auch, was ihm ein bisschen missfallen hat bei der Seefahrt, ist, dass es halt im Gegensatz zu Black Flag wohl nicht zu so enormen Wellengängen so kommt, dass also die Variation so, was das Meer angeht, nicht so dermaßen dynamisch ist. So, jetzt noch mehr Piraten. Ich wollte eigentlich gerne jetzt mal so langsam auf die Insel hier. Ich will diese Höhle erforschen. Aber gut. Wenn sie es wollen, können sie es haben. Oh, wir lassen es vielleicht nicht rammen. Ja. War natürlich ein ganz gutes Manöver von mir. So, das sollte euch eine Lehre sein. Kann ich jetzt endlich hier auf die Insel? Ich finde auch geil, wie sich Alexus verändert, also wie halt einfach wirklich die Rüstung dann auch nach und nach wirklich auch deutlich besser wird. Auch sichtbar besser wird. Und ja, generell, also ich bin da wieder voll am Schwärmen. Das ist genau das Richtige, wenn man ein bisschen vom Alltag einfach wirklich abschalten muss. Also wirklich muss. Da ist das perfekt für. So. Vergessene Insel. Ja, gucken wir uns erstmal das Schiffchen da unten an. Was ist los, Kollege? Was
passiert? Wo ist der Rest der Mannschaft? Piraten! Sie haben die meisten getötet und meinen Bruder entführt! Bitte, rette ihn! Ich werde bei der Suche helfen, Seemann. Ich bin kein Seemann, ich bin Zimmermann. So wie mein Bruder. Unser Vater lehrte es uns. Das ist sehr interessant. Wir brauchen einen Zimmermann. Ich habe als Zimmermann auf Schiffen Rumpflöcher so groß wie Poseidons Faust repariert. Ich bitte dich, rette meinen Bruder. Dann komme ich mit auf dein Schiff. Einverstanden. Wo finden wir diese Piraten? Es gibt eine Insel westlich von Böotien und südlich des Helikon. Offenbar kommen sie von dort. Weißt du sonst noch etwas? Nein, alles ging so schnell. Wegen des Krieges gibt es im Moment mehr Piraten als Flöhe auf einem Schwein. Aber ihr Lager kann nicht weit sein. Wir finden die Piraten und retten deinen Bruder. So, ich spiele ja in dem Erkundungsmodus. Und im Erkundungsmodus ist es so, dass die Questziele nicht direkt angezeigt werden. Da heißt es dann halt immer, befindet sich südlich der Heiligen Lande des Apollon. Es gibt halt immer geografische Hinweise, aber es wird nicht direkt fett angezeigt auf der Karte. Und das kann man gleich am Anfang auswählen, da weisen sie auf einen hin. Und das habe ich mir dann auch gleich mal gegeben und es gefällt mir sehr gut, weil ich dadurch das Gebiet halt auch einfach näher betrachte und halt auch mich generell so mehr mit dem gesamten Gebiet beschäftige. So, da haben wir jetzt irgendwo, da war jetzt noch eine Truhe angezeigt. So, und da wollte ich eh hin. Und daher... Let's go. Drei Schätze. Natürlich. Das Auge da unten sieht interessant aus. Ich will auf jeden Fall auch noch das Atlantis DLC holen, wenn ich das mal durch habe. Hast du das auch gehabt, Mido? Das Atlantis DLC? Mich schön warm im Wasser. Okay. Was bei Hades war das? Sieht was nicht war so das? Aus, als könnte ich durch diese Tür gehen. Vielleicht ein andermal. Ja. Ein anderes Mal wäre vielleicht angebracht. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Oder ich bin da noch zu klein für. Ah, da geht bestimmt noch mehr. Also die Atmosphäre des Deluxe muss auch sagen, ich fand auch schon mit Origins haben sie wieder einfach eine gute Qualität gebracht. Vor allem sehr, sehr immersiv, gerade im Ägypten. Und die Battles gegen die Götter, das war schon sehr, sehr geil. Und ja, Odyssey war auf jeden Fall auf meiner To-Do-List. Und ich hatte es auch schon eine Weile auf Platte. Aber ja, hat er sich bisher einfach noch nicht ergeben. Jetzt ist es genau einfach die richtige Zeit für ihn. Okay. Wir holen uns den Bereich der Höhle ein anderes Mal. Aber die Quest für den Zimmermann, die können wir uns... Ich glaube, die sollten wir uns geben. Ja, schönes Inselchen. Hier oben... Schönes Haus hinbauen. Fette DSL-Leitung legen lassen. Wäre dann nicht schlecht. Ja, und wer schon mal in Griechenland war, der wird erkennen, dass das auch aussieht wie Griechenland. Das ist schon
schon beeindruckend, wie wie genau Ubisoft da ist. Vor allem halt die Flora auch. Das gesamte Landschaftsbild, das ist schon wunderbar auch. Die Sonnenuntergänge und so, wie das wirkt, das hat schon die Atmosphäre auch. Oh, ich hab in die reingeguckt. Ah, ein Lager. So, dann checken wir erstmal die Zimmermannsquest. Die verfolgen wir. Also eigentlich müsste ich die weitere Info jetzt auf der Karte sehen. Mal sehen, ob hier auch die Hauptstory jetzt getriggert wird, schon bevor ich da angekommen bin. Aber jetzt retten wir erstmal ihn hier. Muss auf jeden Fall mal gucken, dass ich die Ausdauer noch als eines der ersten Amtshandlungen als Kapitän verbessere. Was fehlen mir noch? Drachen. Ja, das habe ich auch schon gemacht. Bin auch mal mit so einem Nachbau eines solchen Schiffes gefahren. Und dann konnten wir da reinspringen ins Meer. Das war schon ziemlich geil. Ah. Der Hund wird mich bemerken. Sehr unaufmerksamer Hund. Oh, das sind ganz schön viele, aber ich gebe mir's. Oh, das ist sogar Hyponax. Ja, Gift haben wir auch am Start. So ist es nicht. Ich könnte ja eigentlich meine Besatzung zur Hilfe rufen, ne? Habe ich bisher noch nicht gemacht. Ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, das zu tun. Muss mal gucken, wie das geht. Wenn das einfach so mir nichts, die nichts geht. Irgendwann ist es gelesen. Das geben wir uns jetzt einfach erstmal so. Es geht natürlich nichts über Bogenschützen, die noch zusätzlich stören. Ah, ich glaube, ich werde desynchronisiert.
wird Zeit abzuhauen. Meistens gehe ich immer hin und versuche erstmal per Sneak Mission das Ganze zu erledigen, aber ich dachte, es wären nur eine Handvoll. Da hatte ich mich getäuscht. So, weg da. Jetzt machen wir das eher mit Brain. So, Standard Icarus auspacken. Markieren. Sonst noch irgendwo, dass wir keine Überraschung haben. Nee. Keine Sorge. Zum Glück haben wir genügend Holz. Und später um den Brandpfeil und Co. Nicht mal eine Spur? Hier ist nichts. Weiter. Augen auf. So, das machen wir hier von hier oben. Aber schön dezimieren. Das ist Sparta! Was? Ah, steht noch. So geht's auch. Nicht ganz sauber, aber... alle Licht. So oft zu fahren, dass ich eigentlich mich noch viel besser vorbereite, gerade wenn viel Platz ist, man erstmal wirklich gut auskundschaften kann, mich dann, keine Ahnung, übertrieben gesagt, eine Viertelstunde auskundschafte und den Plan ausarbeite und werde dann nach 2 Minuten entdeckt und dann battle ich mich halt einfach durch. Wem geht das nicht so? Erinnere mich an den guten alten Metal Gear Solid Zeit. Müssen wir auch noch tragen, aber gibt es vielleicht noch eine Truhe. Und da ist noch ein Hündchen. Dann ist es Hai. Elektroschiffswrack. Oh, guck mal einen an. Eschenbogen. Schickt immer wieder andere für die Drecksarbeit. Wie schlimm ist es? Du wirst es überstehen. Du bist ein schlechter Lügner. Aber gütig. Soll ich deinem Bruder etwas mitteilen? Sag meinem Narren von Bruder, dass ich... Jo, zum Beispiel Interpretationsspielraum. Was wir sagen. So. Da ist er direkt unter dem Ding. Ja, oder? Sag ihm, dass ich... Heute ist nicht dein Tag, Kollege.
Also, wir machen... Nee. Sicher, ich wollte keinen weiteren Pfeil verschwenden. So grausam das auch klingt. So, schnell an Deck hier, da sind Haie. Hast du meinen Bruder gefunden? Wo ist er? Er hat nicht überlebt. Tut mir leid. Nein, nein, nein! Verfluchte Götter! Auf diesem Schiff gab es nur Piraten, keine Götter. Ich bat ihn, mit mir zu kommen. Er hasste die See. Ein Speer in der Hand macht mir den Schmerz erträglich. Wir geben dir einen Hammer, wenn du zu deinem Wort stehst. Natürlich. Mir ist hier nichts mehr geblieben. Außer eine schlechte Frisur. So. Da haben wir jetzt den Zimmermann. Plus 3% Max Schiffspanzerung. Ich kann, glaube ich, die Slots erhöhen über... Ja, zwei Bootslässer können angeheuert werden. Ja, mit 1,4 Drachmen passt das. Und ja, muss ich mir einfach merken... Sollten wir hinkriegen, ich habe einen neuen Bogen. Jo. Kann man mal machen. Ist zwar nur eine normale Qualität, aber sieht gut aus. So, dann geht's weiter in der Hauptquest. Oh, wunderschön. So, Athener Blockade. Machen wir das. Einmal das Große. Er verschwindet. Ganz schön schnell hier. Ah, zu Knutz. Ja, ganz schön viel Panzerung. Aber wenn wir schon da sind, rammen wir das mal kurz weg. Böse. Das will ich auf jeden Fall ändern.
Da brauche ich den Schildbrecher-Skill, den habe ich noch nicht. Athener Schuhe. Raufbold Hüftriemen. Wollte ich mir letztens erst eigentlich noch bei Amazon bestellen. Guten Raufbold Hüftriemen. Wer kennt sie nicht? Das Schiff ist eigentlich schöner als meins. Nein. Nein. Nicht sinken. Kulisse einfach. Zu gut. Oh, da sinkt's. Tut mir schon ein bisschen leid. Das schöne Schiff, aber guckt euch diesen Sonnenuntergang an. Sich um Kopfgelder kümmern. Ein Stift hat ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt. Vermutlich hast du Zivilisten oder Soldaten getötet, gestohlen oder Schiff versenkt. Benutze die Aktion alle Kopfgelder bezahlen auf der Karte. Bezahle alle Stifte auf der Karte, töte die Stifte in der Spiel oder tauche unter, bis die Frist abgelaufen ist. Du musst alle Kopfgelder bezahlen. 110 Drachmen. Na gut, wir bezahlen gerne. In dem Fall. Wir haben jetzt anderes zu tun, sind wir zu stressig. Schnell speichern, kurz mal. Unsere Hüftbold-Riemen anziehen. Ah, gute Raufbold-Hüftriemen. Ja, genau. Gerne. Wie sehen die denn aus? Na ja, gut. Muss man halt so nehmen. Kann man nichts machen. Jo, dann geht's weiter. Dann sinkt mal. Ja, wunderbar. Jetzt noch ein paar Souvlaki essen. Ja, das wäre natürlich super. Können wir mal einschenken, wenn das lädt. Können wir sogar viel einschenken, wenn das lädt. Badum. Lädt, bitte warten. Jo, hallo Nimus. Wir sind mit einem Assassin's Creed Livestream. Und ein paar Schiffsbattles und ein bisschen Techtelmechtel auf der Insel. Ja, Alexis Vater, der ihn von der Klippe geworfen hat, weil er es als seine Pflicht ansah, weil Alexis ja, etwas getan hat, was er nicht tun sollte. Perikles euch fürchtet. Er verkriecht sich in seinem Parthenon, umringt von Dichtern und Denkern. Er wagt keinen ehrenvollen Kampf auf dem Schlachtfeld. Er fürchtet sich vor euch.
Er weiß, Athens Tage in Megaris sind gezählt. Und er weiß, Athen ist als nächstes dran. Du hast die Blockade der Athener durchbrochen? Sie war mir im Weg. Sparta schuldet dir Dank. Tyche hat dich gesegnet, Fremder. Du kommst gerade rechtzeitig, um dem glorreichen Sieg meines Paters beizuwohnen. Ja, das ist unser Bruder. Sollen wir es gleich sagen? Ja, eigentlich bin ich schon, ja. Nikolaus dein Vater ist, mach dich das wohl zu meinem Bruder. Hast du einen Schlag abbekommen? Was redest du für einen Unfug? Der Wolf ist genauso mein Vater wie deiner. Das ist lächerlich. Bevor er mich bei sich aufnahm, hatte er zwei Kinder. Und beide starben schon vor vielen Jahren in Sparta. Mit Ausnahme des Kindes, das nun vor dir steht. Fast hätte ich es dir geglaubt, aber ich bin nicht von gestern, Söldner. Reden wir lieber darüber, wieso du hier bist. Warum segelt ein Söldner in einen Krieg, für den er nicht bezahlt wird? Sag mir, warum du wirklich hier bist, bevor ich die Geduld verliere und dich niederstrecke. Ich will den Wolf von Sparta treffen. Du kannst Nikolaos nicht einfach treffen. Er kommandiert die gesamte spartanische Armee. Wenn du wirklich allein deshalb gekommen bist, muss ich dich leider enttäuschen. Hast du hier wirklich das Sagen? Du kommst mir nicht wie ein typischer Spartiat vor. Vielleicht spreche ich besser direkt mit Nikolaos. Sinn für Humor ist keine Qualität, die ich bei Söldnern besonders schätze. Doch wenn du hier bist, um Geld zu verdienen, fähige Kämpfer kann ich in der Tat immer gebrauchen. Die Flotte mag zerstört worden sein, aber Megaris befindet sich unter athenischer Kontrolle. Wir müssen sie schwächen, wenn wir sie auf dem Feld schlagen und nach Athen zurückdrängen wollen. Und wie läuft der Krieg zurzeit? Die Athener-Blockade war der verzweifelte Versuch, unseren Vormarsch nach Megaris zu stoppen. Jetzt vertreiben wir sie ein für alle Mal aus der Region. Die Späher haben die wichtigsten Ziele in Vorbereitung auf den Angriff ausfindig gemacht. Unter dem Befehl des Wolfs werden wir siegreich sein. Warum brauchst du dafür einen Söldner? Du verfügst über eine Vielzahl an eigenen Soldaten. Es ist keine Frage der Anzahl. Megaris zählt zu unseren Verbündeten. Wir setzen keine Truppen ein, bis der Sieg sicher ist. Meine Späher haben die Ziele bereits ausfindig gemacht. Ja gut, unser Vater ist runtergeworfen und wir sind Söldner. Ich werde dir bei der Vertreibung der Athener helfen, aber nicht umsonst. Das ist wieder typisch. Du hast keinerlei Ehrgefühl, aber besser du dienst uns als unseren Feinden. Typisch. Wir haben bereits einen Söldner verpflichtet und brauchen nicht noch mehr Hilfe. Wenn wir ihren Anführer herauslocken und töten können, schlagen wir die Athener auf dem Schlachtfeld und treiben ihre Truppen zurück nach Athen. Wenn wir ihre Vorräte zerstören, ihre Kriegskasse stehlen und ihre besten Männer ausschalten, ist er angreifbar. Nimm das und zeige es meinen Spähern. Solltest du sie auf dem Feld entdecken, geben sie dir vielleicht neue Informationen. Vielleicht brauchen sie auch deine Unterstützung. Wo ist der Anführer der Athener? Er ist in Megara, versteckt sich hinter dicken Mauern und einer vollen Garnison. Wenn du seine Männer tötest, seine Vorräte zerstörst und ihm seine Reichtümer abnimmst, ist er einem Angriff ausgeliefert. Welche Vorräte soll ich vernichten? Alles, was die Athener brauchen könnten. Such nach Lebensmittelkisten, Nachschub und Waffen. Der Hafen Nisseia im Tal von König Lelex wäre ein guter Ausgangspunkt. Von dort aus versorgen sie die Region. Diese Truhe, die ich für dich stehlen soll, warum ist die so wichtig? Eine Armee besteht aus Männern, die besoldet werden wollen. Nimm ihnen ihre Drachmen und sie kämpfen nicht länger für den Ehrgeiz anderer.
Die Athener bewachen ihre Schätze in einem Fort am Fuße der Geranea-Bergkette. Ich denke, ich weiß, was zu tun ist. Denk dran, auch jeder getötete Athener-Soldat bringt uns unserem Sieg ein Stück näher. Und sobald ich Athen vor Sparta in die Knie gezwungen habe, lässt du mich zu Nikolaos. Sonst bist du der Nächste. Schick diese athenischen Hunde in den Hades. Wenn du das schaffst, wird der Wolf höchstpersönlich für eine angemessene Belohnung sorgen. Ist irgendwie trotzdem sympathisch, der Kollege. Staaten erobern. Um deinen Vater Nikolaos zu treffen, musst du Stentor dabei helfen, Megaris zu erobern. Schwäche dazu Megaris Staatsstärke weit genug, um eine Eroberungsschlacht auszulösen. Gerne. So, die effektivste Art, die Stärke eines Staates zu schwächen, besteht darin, seinen Staatsführer zu töten. Er ist immer erreichbar, aber solange die Staatsstärke hoch ist, wird er gut beschützt. Verringere die Staatsstärke und schwäche seine Verteidigung, indem du die Soldaten der vorherrschenden Fraktion tötest, Kriegsvorräte verbrennst, den Staatsschatz plünderst. Oh, das klingt nach Arbeit. Besetzter Ball von Tripodiskos. Gut aus. Ist halt schon geil, wenn man hier mal rausgeht. Auf der Karte hier haben wir ja angefangen. Und sich das Ganze einfach mal näher gibt. Das macht schon Lust auf mehr. Okay, und aufgestiegen sind wir auch noch. So, das visuelle Anpassungssystem lässt sich das Aussehen deiner Ausrüstung ändern. Du kannst diese Aktion direkt im Inventarmenü ausführen, indem du den ausgerüsteten Gegenstand aus... Ah. Das ist auch freigeschaltet. Fangen wir mal bei den Schuhen an. Kostet mich das sowas? Nö, ja, das geht ohne, das ist cool. So ein bisschen so Sagat, Thai-Boxer-Style. Spartianerhelm, der muss sein. Boah, das kann aus. Das sieht eigentlich ganz gut aus, aber mich interessiert, was ich da eigentlich noch hatte. So. Ist das auch bei den Waffen? Tatsache. Sehr geil. Kann ich mir die schon angucken? Ah, schade. Das ist natürlich zu gut. Das sieht auch schön aus. Schlicht und schön. So nehmen wir den. Gladius. Zeremonienschwert. Ein bisschen zu lang für ein Gladius, aber sieht so aus wie uns. Lendenschurz-Show. Ja, das ist eigentlich wieder schnell, aber ganz gut. So. Welche Fähigkeiten wir nehmen und auch welchen Verlauf wir jetzt hier weiter im Spiel nehmen, das werdet ihr dann in 10 Minuten spätestens erfahren. Ich hau eine ganz kurze Pause rein, bin in spätestens 10 Minuten wieder zurück. Bis gleich.
So, wir sind zurück in der Action. Ich verschiebe mal die Chatbox ein bisschen nach oben, dass die... Ich glaube, da ist sie besser aufgehoben. Mal das auch mit der Maus. Für die Grane arbeiten. Kann ich mit der Tastatur... So, jetzt passt das auch. Dann sieht man zumindest auch beim Skilltree alles sauber. Auch wenn er nicht nennenswert ist jetzt ab dem Level bei mir. Aber das machen wir und... Da ich jetzt offensichtlich es auch mehr mit Gegnern zu tun habe, die Schilde tragen, holen wir jetzt Schildbrecher. Und das packen wir auf Viereck. Ist immer nett, dass man erst drüber fahren muss, damit dann das Ausrufezeichen verschwindet. Aber ich bin ja schon froh, dass neue Sachen angezeigt werden. Ne, hier hat man noch eine dritte Gravur übrig. Das Teil können wir zerlegen. Kriegen ja überall wieder sicherlich neue Rüstung. Gute. Wenn ich in die Nähe des Wolfs kommen will, muss ich Stentor helfen. Boah, was für ein Ausblick. Ich sollte keine Zeit verlieren. Erstmal ein Foto. So, macht er nie groß rum, auch mit Filter und Co. Da bin ich dann schon wieder zu zockwütig. Okay, was machen wir als erstes? Haben wir einiges zu tun. Ich hätte schon Bock, den Startschatz der Athene zu finden. Der Startschatz von Megaris befindet sich im Norden des Gerdanaya-Gebirges. Er befindet sich in der Festung Gerdanaya. Okay. Töte Athener Soldaten, das werden wir wahrscheinlich nebenher so tun. Hauptmänner um Ptolemarchen senkt die Staatsstärke schneller. Und verbrennen und zerfallen Vorräte. Finden sich in Festungen und in Häusern. Okay, dann haben wir es ja. Gehen wir direkt hier die Athener Staatskasse an. Im Norden des Gerenaya gibt es. Hat er uns ja sogar gezeigt, dass da die Festung ist. Das ist auch direkt ein unbekannter Ort. So, wir haben was zu tun, Kollege. Schön auch, dass man vom Pferd aus looten kann. Liegt da noch mehr rum? Ja. Nehmen wir alles mit. Ah, ist das schön. Nur schade, dass man das Pferd nicht kantern lassen kann. Dann gehen wir erstmal nach Pagai rein und geben uns auch gleich mal die Nachrichtentafel. Komm schon. So, das ist eine community-generierte Stories, diese blauen Dinger. Rauten. Ich wünschte, ich könnte angeln. Aber ich glaube, ich kann ja Harpune fischen, kann ich sagen. Weil ich Wale jetzt eigentlich nicht unbedingt jagen wollte. Es gibt auch so ein Schiffsspiel. Will ja gern zocken, aber da gehst du um Wale fangen zum großen Teil. Und da habe ich dann auch wiederum keinen Bock drauf. Wenn sie die Gelegenheit dazu erhalten, werden spartanische Schwergewichte das Schlachtfeld beherrschen. Wir müssen diese Gelegenheit verwehren. Mama, nimm mal mit. Kopfgeld für einen Banditen, ein dreckiger Aasgeier steht von den Leichnamen auf dem Schlachtfeld, bevor sie in ihre Familie zurückgegeben werden können. Sorgt dafür, dass dieser Bastard als nächster fällt. Machen wir. So, der Rest, ja. Stufe 41 ist vielleicht nicht so gut. Ah, und hier kann ich unser Schiffchen herrufen. Das macht man, dass es einfach mal auch hier direkt vor Ort ist und meine Mannschaft sich besaufen kann. Auch wieder hier. Was für eine Aussicht. So, was haben wir hier? Die verschwundene Karte. Die Quest holen wir uns auch und gehen dann weiter. Das Gerdanaya-Gebirge.
Das sind, glaube ich, Athene-Soldaten, aber die lassen wir jetzt erstmal. Zurück, wenn du die Tafel hast. Das ist auch Spartaner, okay. Ja, Polemarch. Was verloren? Nicht verloren, gestohlen. Stentor schickt mich. Er sagte, er hätte Probleme mit Spionen. Mir wäre ein Athener-Spion lieber als ein spartanischer Verräter, aber er muss gefunden werden. Er hat eine Tafel mit wichtigen Informationen gestohlen. Wo ist dein Spion? Ist er noch im Lager? Die Frage sollst du beantworten. Ich denke nicht, dass er noch hier ist, aber er kann nicht weit sein, denn er wurde beim Überrumpeln der Wache verletzt. Das klingt nicht wirklich nach einem Spartiaten, oder? Er könnte ein Betrüger sein. Erst kürzlich wurden unsere Vorräte gestohlen. Und in Megaris gibt es mehr Söldner, als eine Ziege Flöhe hat. Und welcher Spartiat würde Sparta verraten? Ich finde ihn und die Tafel. Hat einer gesehen, in welche Richtung er lief? Die Männer sahen ihn zum Hügel rennen. Dort wird eine Verfolgung schwieriger. Kannst du mir sonst noch etwas erzählen? Das Gebiet wird heftig umkämpft, aber Sparta gewinnt. Wir drängen die Athener zurück. Wegen des Krieges sind die Wälder und Berge allerdings zu Verstecken für Banditen und Söldner verkommen. Ich meinte eher über den Aufenthaltsort des Spions. Er ist verletzt und oben im Wald gibt es eine Quelle. An seiner Stelle würde ich dorthin fliehen. Ich bin bald zurück mit der Tafel. Die Berge und der Wald von Megaris sind gefährlich und er hat sicher nicht allein gehandelt. Keine Sorge, ich kann es mit deinem Spion aufnehmen. Chere. Gut, dass ich Kollege vorhin nicht angegriffen habe. Eine andere Version des Eschenbogens, die wir schon haben. Stufe 8 Version. Okay. Transmogrifizieren wir jetzt mal nicht. Ja, den Kollegen finden wir vielleicht dann irgendwie, wenn wir unterwegs sind. Jetzt wollen wir erstmal zum Startschatz. Das ist geil, das ist bei der Witcher schon ein paar Mal passiert. Ich pfeife, das Fett steht genau hinter mir. Ja, ich würde sagen, da geht was. Da geht eindeutig was. Ich hoffe, du hast eine Das ist der Dieb. Da haben wir den Dieb. Ich würde mal sagen, zum... Boah, was für eine Aussicht. Ist ja mal heftig. Hammerhart. Jo, und kurze Off-Topic-Gaming-News. Ich habe gerade eine News gelesen, der stand... dass es Hinweise darauf gibt, dass Kojima Productions an einem neuen Silent Hill arbeiten wird oder arbeitet. War alles zwar irgendwie über Symbolik, Rätsel, subtile Hinweise, aber auch der ARG Detective in mir erkennt darin doch schon zu viele Zusammenhänge, als dass das Zufall sein kann. Und Kojima ist ja auch bekannt dafür,
dass er gerne auch solche rätselhaften Geschichten macht. Und ja, neues Silent Hill bin ich dabei. Gerne, vor allem von Kojima und dann sehr wahrscheinlich mit Del Toro. So wie es hätte sein sollen mit PT. Alter! Also auch das verdient einen Screenshot. Ich jetzt gerne eigentlich weiter oben. Das sieht so unnatürlich aus. Aber das ist nicht schlecht. Ich bin kein guter Fotograf, aber so ein paar Urlaubs-Screenshots müssen schon sein. Aber wenn uns die Kollegen. Oh, ein Hirsch. Ja, ist ja gut. Nicht so aggro, Kollege. Wo ist der dritte? Da waren noch drei. Noch weiteres Zeug hier. Natürlich habe ich sie, aber die Hunde haben mich auf dem Weg nach draußen erwischt. Wirklich schade. Denn so wirst du uns nur aufhalten. Andererseits bleiben dann mehr Waffen für den Rest von uns. Warte! Bitte! Ja, bleib mal hier. Ist auch gut. Und ich lasse mal erstmal hier. Das war's, mehr haben wir nicht. Holz kann man überbrauchen. Bin ich fast umgerannt. Fokus sollte Töle. Zur rechten Zeit. Was? Was willst du? Wer bist du? Ich Danke. Bin derjenige, der die Tafel zurückbringen wird, die du gestohlen hast. Warum hast du die Tafel gestohlen? Ich bin dafür bezahlt worden. Von wem? Ein Söldner. Hyrkanos, verstehst du? Er gab mir eine Uniform. Es wäre ganz einfach, meinte er. Schnelles Geld. Gib sie mir. Ich werde nicht ohne die Tafel gehen. In diesem Krieg gibt es keine Gewinner. Aber es gibt Chancen. Vielleicht könnten wir uns einigen. Einigen? Also würde ich sagen, erledige ihn. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn er abhauen kann, dass wir ihn vielleicht später treffen und er uns vielleicht irgendwo hilft. Gib mir die Tafel oder ich schneide dich in Stücke. Ich kann nicht kämpfen. Hier, nimm die Tafel. Ich bringe dem Befehlshaber die Tafel zurück. Oh, wenn das so liegt. So, kümmern wir uns um die Festung. Mein Schildbrecher testen.
Naja. Natürlich. Oh, jetzt zeigen wir mal, wie das geht. So, kommen wir jetzt wieder zurück zum Wesentlichen. Die Festung. Jetzt muss ich auch irgendwo hin, wo ich mich verstecken kann. Das ist ein Adler. Schenkt mir einen Adler. Besser gesagt, ein Adlerküken. Das wäre, glaube ich, besser. Wir haben schon noch beeindruckende Krallen. Ah, der Mond haben wir da wieder. Wunderschön. Ich bin da viel zu anfällig für Ablenkungen. Die Festung ihrer Nähe. Sicherlich bewahren die Athena hier ihre Kriegskasse auf. Ich sollte Ikaros einsetzen, um ihr zu helfen. Das haben wir schon gemacht. So, wie gehen wir vor? Halt heftiger Schaden, das sind 500% Pfeilschaden. Wenn man das so macht, ist das halt schon übel. Und ich kämpfe ja auch gerne mit dem Bogen. Das finde ich, das haben sie dann schon gut gemacht, weil mir der Nahkampf nicht so gut gefällt. Das ist mit dem Bogen doch ziemlich gut gemacht. Paranoia und dachte, mich hätte irgendwer gesehen. Das ist halt auch ziemlich geil, dass man da die Performance so einblenden kann. Ein geheimnisvoller Brief. Die Welt wird von vielen schlimmen Dingen geplagt, doch die Gesetzlosen sind die größte Bedrohung für unsere Gesellschaft. Sie nehmen sich einfach, was sie wollen und töten mit einer schreienden Missachtung von Ehre oder Pflicht. Sie sind gottlose Menschen, die nichts anbeten außer sich selbst. Säubere unsere Lande von dieser Fäule und du bist Ruhm ernten. Ja, ja, ja. So bin ich nicht genug zu tun. So. Den Kollegen da unten. Und da ist auch die Staatskasse. Also Kriegsverräter da unten. Und Goody Woody. Kann gefährlich werden. Würde ja gerne umnieten, aber. Ja, die Kollegen. Bemerken es wahrscheinlich. Es juckt mich natürlich, darunter zu hüpfen. Aber ich glaube, sie bemerken mich dann.
Ja, sehr gut. Das haben sie auch aus den alten Teilen drin. Wenn die Alarm schlagen wollen, dann gibt es erstmal eine böse Überraschung. Ein bisschen mehr HP, ne? Aber ich glaube, wenn es zum Kampf mit ihm kommt, werden die anderen dadurch nicht animiert, weil sie zu weit weg sind. Das ist nur die Frage, wage ich das jetzt schon oder nicht? Ich hole mir erstmal die Wache. Oh, das reicht nicht. Was für eine Kulisse. Und ich weiß immer noch nicht, wie ich hier die gescheit ablegen kann. Im Gamepad. Das ist irgendwie schräg. Das ist nicht Dreieck, das ist nicht Viereck. Wenn ich Viereck drücke, weiche ich halt aus und wirf den dann so hin, aber man kann nicht irgendwie normal ablegen. Ich meine, das Problem hatte ich schon mal. Ich glaube, es ist irgendwas ganz Profanes, aber es ist nicht einfach nur irgendwie so irgendein Knopf am Pad. Okay. Ich hoffe, er schreit nicht um Hilfe. Sehr gut. Ja. Würde er uns sehen, wenn er das nur aufgeschickt? Ich hoffe, der andere sieht es nicht. Nee, nicht abhauen. Alle heilt sich. Was ist das für einer? Oh, nicht da rein. Okay, also langes Ausweichen ist ja nicht gut, da muss ich echt die kurzen Ausweichschritte machen. Das sieht doch schon mal nicht schlecht. Oh. Gut, dass ich den Kollegen weggetragen hatte.
Ich glaube, ich kann den von da noch nicht ausschalten. Nee. Verdammt, ich kann nicht. Ich kann hier nicht hoch. Ich bin mal paranoia, wenn ich jetzt Icarus rufe. Dass ich gleich irgendwo gerade einen Gegner übersehe, der dann in meine Richtung läuft. Okay, da ist eine Truhe, da geht's auch weiter, da haben wir noch mehr Vorräte. Andere Richtung. Nein, ich. Ich glaube, er hat mich an der. Ich dachte, er hat mich bemerkt. Könnte ich eigentlich auch schon. Wenn ich es recht schnell genug mache. Glaube ich, dass der. Ja, er bemerkt es. Ja, aber wir haben hier Platz. Ich glaube, ich kann mich hier mit ihm battlen, ohne dass es die anderen bemerken. Na komm schon. Nein. Okay, jetzt der Rest ist jetzt einfach anlocken und battlen. Fertig. Was mache ich denn? So einfach wird es nicht, aber es ist gut so. Falsch. Das sind, glaube ich, nur noch Normalus. Das ist kein Grund mehr für Heiligtuerei.
So, was hat ihm vorhin gesagt? Eine Fackel? Ah. Kam gerade die Musik und dann ist die Musik einfach weg. Sogar die Atmosphäre, die gerade aufgebaut wurde, ist zerstört. Echt alle erledigt? Oh, sieht so aus. Was bist du denn? Tja, wilde Tiere. Ach du Scheiße. Ja, den Kollegen lasse ich nachher frei. Aber nicht jetzt. Ich will erst doch in Ruhe hier alles durchsuchen. Ich sollte mir den Schatz holen und leise verschwinden. Der war gut. Athens Soldaten werden nicht so kampflustig sein, wenn sie nicht bezahlt werden. Ist ja nämlich immer eine Butsche. Die Mucke ist wie bei der Butsche. Das ist sogar dieselbe Sängerin, ist so. Band. Das klingt so. So. Naja, damit wir ein bisschen Spaß haben, geben wir uns den Spaß. So, ist der Bär mir dankbar oder? Ich denke, damit hätten wir ein bisschen für Chaos sorgen können. Da ist ja noch mehr. Na gut. Ich hoffe, der Bär ist mir gut gesonnen. Denk dran, Braun. Der hab ich freigelassen. Wo ist denn auf der anderen Seite? Da unten. So, nochmal. Ja, guter Bär. Ja, Bär. Bär bleibt Bär. Ja, so würde ich auch klettern, wenn so ein Bär hinter mir her wäre. Ich will ihn eigentlich nicht erledigen. Ich habe ihn jetzt nicht befreit, um ihn zu töten. Und dass er schlechte Laune hat, kann ich verstehen. So, noch ein bisschen Spannung. Also, Abraun-Timing, das funktioniert irgendwie nicht so gut. So, lass mal die Fackel fallen. Jetzt. So, da muss ja irgendwo einen Eingang unten gehen. Ich meine, ich hatte mit Ikaros irgendwas gesehen. Die Weizen ist schon geil. Das ist nicht da unten, aber da hinten. Da ist auch nochmal was. Da unten sehen wir dann nämlich, geht da nämlich auch nochmal was. Okay, dann erstmal hier hin.
Das funktioniert nicht ganz so gut. Ich glaube, ich muss ein bisschen weiter weg. Wo war dieser Höhleneingang? Mach's gut, Bär. Vielleicht nicht ins Spartiatenlager laufen, bitte. Ich glaube, ich muss X drücken, wenn er anfängt, die Knie anzuziehen. Kurz zum Aufkommen habe ich schon ein paar Mal getestet, das funzt nicht. Ich wollte eigentlich anheuern. Ah. Jeder in meiner Mannschaft ist frei und wird gut bezahlt. Auch du, wenn du willst. Monomachos. Oh. Bis 3% Schwachstellen erzeugen durch Pfeile. Ja, nice. Irgendwie fand ich es jetzt unfair, beide zu eliminieren. Wieso brennst du nicht? Das wäre erledigt. Es läutet auch das Ende des Streams ein. Ich würde jetzt mit ihm jetzt erstmal hier noch gemütlich zurücklatschen. Aber ja, also ich glaube, muss man nichts zu erzählen. Die Leute, die ohnehin schon Assassin's Creed Odyssey gezockt haben, wissen das sowieso. Und die, die natürlich auch schon viel Let's Plays gesehen haben, checken das auch. Das ist einfach ein geiles Spiel. Es hat so seine Schwächen, klar, aber der positive Teil überwiegt bei weitem. Und ja, ich kann mich da auch gut einsaugen lassen. Das ist eine wunderbar dichte Welt hier. Und das macht einfach nur Spaß. Ich danke euch allen, dass ihr mit im Stream dabei wart. Ich hau mich erstmal raus und ja, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende.